Heute soll es mal um das Rebalancing Serum von No Cosmetics gehen. Das verwende ich jetzt schon einige Zeit. Und wie es bei mir funktioniert hat, das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über dieses Serum hier. Das ist einfach der Oberhammer. Hätte ich nicht gedacht. Es ist aber auch das subtilste Serum, das ich je verwendet habe, kann ich an der Stelle auch schon sagen. Ich erkenne No Make-up von Leon. Der hat das mal vorgestellt und gesagt, es sei das beste Serum, was es gerade in der Drogerie gibt. Und ich vergesse viel, was der Leon vorstellt, weil seine Grundsätze eben nicht meine sind. Also ich achte auf tierversuchsfrei und vegan. Und beim Leon geht es mehr darum, dass die Produkte auch wirken. Natürlich hat er auch vegane und tierversuchsfreie Produkte, die er vorstellt, aber es ist nicht hauptsächlich. Ich bin erst wieder auf dieses Produkt gekommen, als ich das Interview auf dem YouTube-Kanal von DM gesehen habe. Die zwei sind so abartig sympathisch, Vater und Tochter. Und die Idee von dieser Marke entstand halt daher, dass die Tochter anhand der Bedürfnisse für ihre Haut nichts gefunden hat in der Drogerie. Und hier ist kein Mikroplastik enthalten, hier sind keine anderen bösartigen Stoffe enthalten. Und die Familie Kroll kommt schon aus der Kosmetikbranche und der Vater hat da unwahrscheinlich viel Erfahrung, was das betrifft. Schon das Packaging ist eine richtig tolle Sache. Wir haben es hier mit 20 Milliliter zu tun. Das ist eine klare Flüssigkeit und sie wirkt sehr subtil. Also man trägt es nicht auf und merkt so, ha, Kletter und weicher und so. Das merkt man alles gar nicht. Das ist eben ein Serum. Es ist was Durchsichtiges. Nichts Pflegendes, sondern es bringt die Haut eben ins Gleichgewicht. Durch das, dass ich immer so eine unschöne Optik schon auf der Haut hatte, Pickel eigentlich nie, aber eben so Unterlagerungen, ist das eben so ein Zeichen dafür, dass bei mir der Bakterienhaushalt auf der Haut nicht hundertprozentig stimmt. Ist nicht schlimm, das ist bei vielen so. Deswegen wollte ich das eben auch ausprobieren. Ich glaube, ich hätte es auch ausprobiert anhand des sympathischen Interviews. Ich hätte es auch ausprobiert, wenn jetzt die Inhaltsstoffe nicht so hundertprozentig mir entgegengekommen wären. Hier ist auch Chlorella enthalten. Ich habe ganz lange Chlorella eingenommen. Werde es auch wieder einnehmen. Es wirkt super entgiftend. Und ich hätte nicht gedacht, dass es auch auf der Haut wirkt. Es ist aber auch Inulin enthalten, sogenannte Präbiotika. Es gibt es auch für den Darm, die Bakterien auf deiner Haut füttern. Der Grundsatz da ist halt, die Schlechten nicht zu killen, weil es immer ein bisschen aggressiver dahergeht, sondern die Guten zu füttern. Und ich habe ja schon gesagt, es wirkte sehr subtil, aber es wirkt. Mir ist erst vor kurzem so aufgefallen, meine Haut ist glatter und ruhiger. Was geht eigentlich? Ich verwende das nicht mehr regelmäßig. Ich habe es anfänglich jeden zweiten Tag verwendet, morgens und abends. Im Moment lasse ich es immer häufiger weg, weil meine Haut einfach so ruhig ist. Wenn ich wieder merke, so, da habe ich irgendwie eine unruhige Stelle, dann trage ich es wieder auf. Mit 20 Milliliter kostet dieses Produkt, glaube ich, 13 Euro. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Ich werde euch mal die Inhaltsstoffe jetzt einblenden, nebst dem Preis. No Make-up gibt es bei DM und schon die Verpackung finde ich einfach Hammer. Also sie haben bei der Pappverpackung auf jeden Fall auch darauf geachtet, dass da keine unnötigen Hohlräume da sind. Also nicht unnötiger Müll entsteht. Das steckt natürlich dann da drin. Man kann es nicht so verkaufen, weil es ist immer so eine Hygienesache. Wenn man das jetzt so in den Laden stellen würde, müsste man es irgendwie auch einschweißen wieder in Plastik. So hat man eben diese Pappverpackung und die kommt auch schon unwahrscheinlich toll daher. Also ich mag halt so cleane Sachen und reagiere da inzwischen unwahrscheinlich stark darauf. Hätte ich jetzt das nicht beim Leon gesehen und dann das Interview, wäre es mir wahrscheinlich irgendwann im Laden so oder so aufgefallen. Steht natürlich nicht bei der Naturkosmetik und ein Grundsatz war eben auch, wir möchten Kosmetik produzieren, die gut ist. Wir verlieren vielleicht unser Naturkosmetik-Siegel oder dürfen es nicht verwenden, weil wir eben auch Produkte oder Inhaltsstoffe verwenden, die eben keine Naturkosmetik sind, die aber wirken und das ist wichtig.
Und deswegen ist das hier keine Naturkosmetik. Und wir wissen inzwischen ja auch, Naturkosmetik ist im Grunde okay, aber nicht immer gut, weil sie stark beduftet ist und eben Alkohol enthält. Das ist hier alles nicht enthalten. Und ob ich mir dieses Produkt nachkaufen werde, auf jeden Fall. Das ist so eine tolle Sache und ich werde sogar auch die anderen Produkte mal testen, auch wenn die von den Duftstoffen her nicht so hundertprozentig das sind, was ich jetzt verwende und dessen Grundsätze ich jetzt im Moment habe. Das Goldserum oder das Goldöl, das ein bisschen Gold enthalten war, ist ein Duftstoff drin, den ich eigentlich gar nicht mehr verwenden möchte. Aber ich bin trotzdem mal interessiert, wie die ganze Sache so funktioniert auf der Haut. Kennt ihr das Produkt? Habt ihr andere Erfahrungen damit gemacht? Gerne unten in die Kommentare. Das ist immer wichtig, dass du deine Meinung auch unten in die Kommentare packst, dass derjenige, der das Produkt kaufen möchte, vielleicht ja auch abwägen kann, weil nicht jede Haut ist gleich, nicht jede Haut reagiert gleich. Also gerne Kommentare unten reinpacken. Ich würde mich freuen. Und ich sage an der Stelle wieder danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib mir noch einen Daumen nach oben für das Video, falls es dir gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.